Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen hier zum nächsten FC 25 News Video und das hier ist die 10. News Episode. Das heißt, wir haben heute Jubiläum und das heißt auch, dass ihr heute einen Discord-Platz gewinnen könnt. Und zwar verlose ich 2 Monatsmitgliedschaften. Was müsst ihr dafür tun? Kommentiert einfach mit eurem Instagram-Namen, lasst einen Daumen nach oben da auf dieses Video und ihr müsst natürlich Abonnent des Kanals sein. Ich werde den Gewinner dann entweder auf Instagram oder in einem der nächsten Videos bekannt geben, also da einfach am Start sein und dann kriegt ihr das auch sicher mit. Okay, und dann starten wir schon direkt rein mit den heutigen News. Das erste ist hier, die Web-App ist jetzt offline. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. FC24 Web-App ist nicht mehr zugänglich. Die FC25 Web-App wird sehr wahrscheinlich am Mittwoch am Abend kommen. Weiter geht's mit dem Team of the Week 1 und hier haben wir eine sehr schöne Prediction. Es können wirklich krasse Karten auf uns zukommen. Unter anderem Harry Kane, der wird ja sehr wahrscheinlich schon kommen. Lionel Messi, Dembele, De Ligt, Watkins, Pulisic, Boniface, Zakaria. Wie krass wäre Zakaria für den Start? Der wäre schon sehr heftig. Adeyemi, Puado, Muric, Parot. Das sind nur ein paar Karten, die kommen können. Und wenn das wirklich so ist, dann wird das ein sehr, sehr geiles erstes Team of the Week. Man kann mit den Karten natürlich dann auch gut traden. Also vor allem mit den nicht so krassen Karten. Also jetzt zum Beispiel Zakaria. Wenn der nicht ganz so viel kostet, dann dürfte der am Anfang ganz gut ansteigen. Und alles in allem ist es auch immer wichtig zu wissen für euch. Nehmt euch immer mal wieder im Laufe von FIFA Team of the Weeks mit, weil die auf Dauer immer nach oben gehen. Also für Abschluss Preis könnt ihr immer einen Team of the Week einpacken. Ihr könnt da nichts falsch machen. Also für 10k einfach zum Beispiel jetzt den Kollegen hier mitnehmen, im Verein bunkern. Nach ein paar Wochen, ein paar Monaten gehen die Spieler immer hoch, weil sie dann für SBCs gebraucht werden. Ihr bindet damit halt Kapital, das ist so der Nachteil an der Methode, aber ihr könnt da eigentlich kaum Verlust machen. Der Season Pass in FC 25 wird teilweise kostenpflichtig. Ich habe dazu ja schon ein YouTube Shorts hochgeladen und ihr seht hier auch, was das Ganze eventuell kosten kann. 750 Coins oder 1500 FIFA Points. Ob das Ganze wirklich diese Preise kosten wird, das steht definitiv noch nicht fest. Es wird aber immer so sein, dass es einen Basic und einen Premium Reward geben wird. Das heißt, den Basic Reward kriegst du auch, wenn du nicht diesen Premium Season Pass hast und Premium kriegst du eben auch, wenn du dann Premium dir geholt hast sozusagen. Du kaufst immer den Season Pass für die ganze Season, also nicht jetzt hier immer extra für jede Belohnung, sondern immer all in all insgesamt. Und so sieht der Season Pass dann ungefähr aus. Das ist jetzt mal aus der Beta noch. Also ihr seht hier beispielsweise, ja hier 84 plus mal 2 Pack bei Premium. Hier guten Vanity Kit, das interessiert niemanden. Aber hier sieht man im Vergleich ganz gut 82 plus mal 2 bei Basic. Und 85 plus mal 2 bei Premium. Das heißt, das scheppert schon ganz gut rein. Der Aufschrei der Community ist da natürlich relativ groß, weil es wieder was Kostenpflichtiges ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, solche Season-Pässe, wo man dann Geld ausgeben muss, die sind normalerweise nur bei Free-Games drinnen. Also jetzt beispielsweise Fortnite, da muss ich halt kein Geld fürs Spiel ausgeben. Bei EAFC gebe ich sowieso schon über 100 Euro aus oder 80, 90 Euro für die Ultimate Edition. Und dann muss ich halt noch extra Geld ausgeben im Spiel. Das finde ich schon relativ hart, bin ich auch ganz klar der Meinung. Aber wir können es sowieso nicht ändern. Ihr müsst es ja auch nicht holen. Aber ich denke schon, dass das einige machen werden. Muss man sich dann anschauen, ob sich das halt lohnt oder nicht. Machen wir weiter mit einem kleinen Reminder, dass ihr am Anfang wirklich sau viele Gratis-Packs bekommen könnt. Unter anderem ist hier immer bei den Meilensteinen eine Aufgabe drinnen, wo du 500 Tore machen musst. Und dann kriegst du hier ein 100k-Pack. Hier wurde auch einmal zusammengeschrieben, welche Rewards man relativ wahrscheinlich bekommen könnte. Ganz wichtig, das ist kein Leak, sondern das sind einfach die Packs aus FC 24. Viele haben das nicht gecheckt, dass das kein Leak ist. Es wurde aber auch so dargestellt wie ein Leak, muss man ehrlich sagen. Aber hier beispielsweise für 100 Tore kriegst du ein 55k-Pack, für 250 Tore ein 100k-Pack. Hier haben wir für 50 Volleys 25k-Pack. Also man kriegt hier unfassbar viele Packs. Ihr merkt auch hier für 250 Tore, damals im alten FIFA-Teil waren es 500 Tore, muss man sich dann halt anschauen. Wird zu FC 25 wahrscheinlich auch wieder ein bisschen geändert. Aber man kriegt hier wirklich viele Packs und das ist halt voll wichtig, weil ihr damit euer Starterteam bauen könnt. Das heißt, am Anfang empfehle ich euch nicht, dass ihr euch jetzt super teure Starterspieler für 20, 30k kauft, die dann droppen, sondern ich empfehle euch, hey, macht einige dieser Aufgaben und dann habt ihr eigentlich eh schon ein ganz gutes Starterteam. Diese Packs sind alle untrade, das heißt, ihr könnt die Spieler dann einfach für euer Team verwenden, für SBCs und so und das lohnt sich im Normalfall immer relativ krass.
Im Season Pass soll unter anderem auch Adama Traoré als World Tour Player drin sein, was auch immer das genau ist, aber der wird sehr wahrscheinlich mit drinnen sein, ist noch nicht 100% bestätigt, aber wenn der kommt, wäre das natürlich krass, man kann ihn angeblich auch als Stürmer spielen. Ja, das wird auf jeden Fall gut scheppern. Also können wir eh kurz nachschauen, ob man den als Stürmer spielen kann. Okay, also die normale Goldkarte kann man nicht als Stürmer spielen, aber es scheint eben so, dass man diese Special-Karte dann als Stürmer spielen kann. Ob es dann wirklich so ist, muss man eh abwarten. Adama Traoré auch ein bisschen langsamer geworden übrigens und echt ein dickes Downgrade bekommen, aber it is how it is. Die Special Card wird, denke ich, trotzdem ganz gut scheppern. Dann haben wir hier folgende Evolution, Intro to Stat Limits. Und da seht ihr schon, da kann man sich wirklich sehr, sehr schöne Karten machen. Hier seht ihr auch die Anforderungen. Es sind genau unter meiner Facecam. Also hier seht ihr die Anforderungen. Es ist eigentlich nichts außer 82er Rating. Und dann wird halt hier geboostet. Hier ist natürlich auch ein bisschen beschränkt das Ganze. Und man kann das tatsächlich hier bei Easy SBC auch schon sehen. Man geht hier oben einfach drauf. Und dann sieht man hier die möglichen Spieler, die man hier eben reinnehmen kann. Also da kann man sich ganz gute Upgrades machen. Hier zum Beispiel Feller, die kriegt schon ganz gute Stats dann auf jeden Fall. Also da kann man echt nicht meckern, Freunde. Da ist wirklich einiges möglich. Wird, glaube ich, eine geile Evolution für den Start. Es wird auch weitere neue Evolutions dann geben. Hier seht ihr die ganzen aufgelistet. Man muss aber nochmal abwarten, ob die zu 100% so kommen. Zu 99% sind sie das, also im Normalfall stimmen solche Leaks schon. Das sind halt hier zwei neue Designs, die dann mit dabei sind. Ja, könnt ihr euch einfach durchlesen und da werden wir aber sicher noch viele Infos dazu bekommen in den nächsten Tagen. Der gute Muriel wurde ja auch schon geleakt. Das erste Event ist ja nämlich das Total Rush Event. Rush ist ja dieser neue Modus in FC 25 und Muriel wird da als Special Card mit dabei sein. Wenn der wirklich diese Stats hat, sehr, sehr geil, ist natürlich auch nicht bestätigt, aber Muriel wird am Anfang im Rush-Team mit dabei sein bzw. eine Special Card kriegen. Eine Info noch für alle Trader, weil ich diesen Post hier gesehen habe, also hier ganz kurz nur übersetzt, auch für alle, die jetzt nicht so gut in Englisch sind. Der Kollege will einfach wissen, ob es ein paar Trader gibt, die wieder ganz an die Spitze wollen, also beim Transfererlös. Und der gute Mann hier hat dann kommentiert, dass es relativ einfach ist, sich Transfererlös zu erglitschen sozusagen. Also wenn du einen Spieler für 950.000 Coins kaufst und ihn für eine Mille verkaufst, dann machst du ja eigentlich keine Coins, weil du 5% EA-Gebühren zahlen musst. Es ist aber so, dass man anscheinend trotzdem 50.000 Münzen Transfererlös plus bekommt. Also der Transfererlös wird anscheinend ohne die EA-Gebühren berechnet. Und das ist natürlich dann eigentlich kompletter Quatsch, weil man hat ja dann genau gleich viele Coins auf dem Konto, hat aber 50.000 mehr Transfererlös. Schreibt mir da bitte mal eure Meinung dazu in die Kommentare oder eure Erfahrungen, weil ich muss ehrlich sein, ich habe das davor nicht wirklich mitbekommen, dass das so ist. Also ich habe immer mal wieder was gehört, aber jetzt, dass das wirklich so ist, dass du einen Spieler einfach kaufen, ein bisschen teurer verkaufen kannst und dass das dann alles netto als Transfererlös zählt, das habe ich nicht gewusst. Schreibt mal in die Kommentare, wie das wirklich ist, weil wenn das so ist, kann man den Transfererlös irgendwie gar nicht mehr wirklich ernst nehmen, finde ich. Dann habt ihr mir auch die Frage gestellt, ob diese fortgeschrittenen SBCs wieder untradable werden. Die waren ja früher immer tradable, komplett tradable. Man hat sich dann SBC-Accounts gemacht, das durfte man natürlich nicht. Ich habe es natürlich auch nicht gemacht, aber viele haben das dann eben gemacht und dort haben sie dann diese SBCs gemacht und die Coins, die sie dadurch bekommen haben, weil man hat immer Gewinn gemacht mit denen, die haben sie dann auf ihren Hauptaccount transferiert, was natürlich auch nicht, nicht rechtens ist. Und hier ist es jetzt aber so, dass die sehr wahrscheinlich untradable bleiben werden. In den letzten ein, zwei Jahren waren die auch schon untrade und die werden auch sehr wahrscheinlich untradable bleiben. Früher war das halt ein Riesentipp, dass man die am Anfang machen soll. Jetzt ist es halt so, dass die untrade bleiben werden und das heißt halt auch, dass die SBCs gut sind trotzdem, aber das meiste ist hier untrade, meines Wissens nach fast alles. Also ich weiß nicht, ob das in FC 25 dann auch 100% alles untrade ist, aber du kannst da nicht großartig Coins machen dadurch, also dass ihr das auch schon mal gehört habt. So, und zum Abschluss noch die Info, das geht nicht mehr lange, nämlich ihr seht es hier, 23 Stunden zum Aufnahmezeitpunkt geht es noch. Also wenn ihr das Video schaut, hoffentlich geht es bei euch noch. Die 60 Euro PSN-Karte kostet gerade nur 50,99. Wenn ihr euch also noch FC 25 vorbestellen wollt oder wenn ihr euch FIFA-Points am Anfang natürlich holen wollt, dann nutzt das Angebot. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist wirklich ein göttliches Angebot und viel günstiger wird es da nicht mehr.
Und ansonsten war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Vergesst nicht, euren Kommentar da zu lassen. Vielleicht gewinnt ihr ja eine Monatsmitgliedschaft für den Discord. Ansonsten könnt ihr natürlich trotzdem auch reinkommen über den Link in der Beschreibung. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.